Die DDR-Machthaber feiern den Mauerbau als Sieg über den Klassenfeind. Dass es Tote und Verletzte gibt, wird von Walter Ulbricht lakonisch kommentiert. Es ist bei der Durchführung all unserer Maßnahmen weit, weit weniger passiert als bei einer durchschnittlichen Rock'n'Roll-Veranstaltung im Westberliner Sportpalast. 27. Oktober 1961, High Noon in der Friedrichstraße. An der Sektorengrenze fahren amerikanische und sowjetische Panzer auf. Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie. US-Soldaten wurden in Ostberlin von Volkspolizisten angehalten und kontrolliert. Ein klarer Regelverstoß. Das wollen sich Amerikaner und Briten nicht gefallen lassen. Eine militärische Eskalation scheint möglich. Die Welt hält den Atem an. Nach 16 Stunden ziehen sich alle Panzer zurück. Beide Supermächte fühlen sich als Sieger.